Könnt ihr im Twitch-Chat den Martin flamen? Geil! Martin! Da ist es! Mein Gott! Jetzt geht's, okay. So. Da seht ihr, wenn man flamet, dann geht alles. Martin. Einmal auf Live drücken, bitte! Danke! Also wir sehen jetzt hier natürlich, wir müssen seriös bleiben hier. Wir wollen ja eine ordentliche Analyse bringen um diese Uhrzeit, genau. Das will ja jeder jetzt hören. Also Rexxar First Pick definitiv ein solider Jungler, wird jetzt auch weggenommen von Meteos. Ich frage mich, auf was er jetzt, also er hatte ja gerade schon die Kindred und die ist jetzt auf jeden Fall gebannt. Ich frage mich, was er jetzt performen wird. Ich fand seine Kindred-Performance nicht so stark, wenn ich ehrlich bin. Und ansonsten, die Sivir wieder ein solider Pick. Oh, so stark. Ja. Und Syrah wieder. Syrah an sich ist schon diskret. Man hat gesehen, besonders im letzten Teamfight, im letzten Game, einfach Syrah mit den Plants, mit Rylays, mit Void Stuff und fast genauso viel AP wie die Midlaner-APs. Das ist ja echt brutal. Also man muss hier echt aufpassen. Spielt eigentlich Bunnyfufu? Ich glaube Bunnyfufu ist jetzt Bart. Spielt jetzt. Also jetzt ich fand jetzt eigentlich den Smoothie nicht so schlecht. Ja, der war gut. Aber wahrscheinlich, wenn man Bart spielen will, ne, dann ja, eher Bunnyfufu. Wahrscheinlich. Das ist die Sache. Und ich glaube, ich finde auch Bart ganz cool gegen Syrah, weil man quasi so den Engage findet und sie quasi bursten kann, bevor sie so diesen Haupt-DPS aus Ultimate Q E rauskriegen kann, genügend Pflanzen. Oh, wir haben den Wickeligen am Start für Meteos im Jungle. Tatsächlich sogar. Ja. Also ich glaube nicht, dass Mauk ein Jungle ist. Nee, ist schon mit Ghost im Definitiv, Olaf. Das ist interessant. Ich habe ihn eigentlich nur von Rainover gesehen. Ist aber wieder diese Maokai und wie man gesehen hat im letzten Game, er kriegt sau viel Damage. Also wenn jetzt wieder hier zum Beispiel diese Double-Variante von AD gewählt wird, was ich nicht denke, weil halt Blind Pick wäre, bin ich sehr gespannt, was jetzt hier noch kommt. Also Cloud9 hat bisher eine ziemliche Ich-renn-über-euch-drüber-kommt gebaut mit Olaf, Maokai und Sivir zusammen. Ja. Und vor allem kann man dann jemand Bart ulten und richtig schön auf den drauf stürmen. Ich würde mir jetzt wünschen, also gerade haben sie den Zillion-Pick gehabert, der ist gegen sowas eigentlich immer ganz nett, weil man da immer noch jemanden wiederbeleben kann und einfach dagegen peelt und einfach genug Schaden behindern kann. Aber auch eine Anivia wäre jetzt wundervoll gegen so eine Comp generell. Anivia gegen Olaf und Sivir sehr, sehr stark, einfach weil du diesen Engage stoppen kannst, mit einem, den du einfach die Wand ins Gesicht stellst. Nimm selber. Ja, Azir kann man natürlich jetzt auch sagen, dass der eine Wand ins Gesicht stellen kann. Das ist aber nicht, das kann man aber nicht so frei und so, also man kann das nicht so schnell machen wie eine Anivia, sag ich mal. Also es ist nicht so, ist nicht so reliable. Jetzt frage ich mich, was der Jensen pickt. Vielleicht sogar ein Victor, aber bei so einer kommt ein Victor. Hm. Victor ist, also Victor ist immer gut, wenn er den konstanten Schaden rausbringen kann, aber hier läuft er die ganze Zeit nur hinterher, ja. Und er gehört praktisch nicht zu diesem Drüberlaufen dazu. Ein Vladimir wäre jetzt zum Beispiel nicht schlecht, aber der ist ja gebannt. Von daher frage ich mich, also ich eventuell. Vielleicht sogar ein Set von Jensen, einfach damit sie für diesen Stomp gehen, das könnte ich mir vorstellen. LeBlanc wäre auch gut, ja. LeBlanc würde mir auch gefallen. Set wäre halt ein bisschen riskant im Spiel gegen Irelia. Ja, auf wegen Full AD. Da geht für Victor, anscheinend. Noch nicht eingeloggt. Victor ist okay, ja, es ist jetzt nicht super. Also, es ist okay, wie gesagt. In der Comp nicht so toll. Also, perfekt wäre jetzt sowas wie ein Vladimir, aber meiner Meinung nach eine starke Comp von Cloud9, also die können da wirklich sehr, sehr schön drüber rennen. Obwohl sie sich auch entscheiden können, quasi nicht reinzugehen und nur den Olaf quasi haben und ein bisschen zurückpielen und dann Irelia und Rek'Sai downbursten können, weil die ja noch nicht so tanky sind, sagen wir, mid-Game. Hm. Das könnte auch eine Option sein, für sie in einem Teamplay zu spielen und dann quasi für sie wieder zu peelen und eher zurückzurennen und dann Olaf irgendwie sein Ding machen zu lassen, ein bisschen da hinten Rambazamba machen. Oder halt mit dem True Damage einfach auf die Carries hilft, auf Irelia und so. Ja. Das könnten sie auch machen, aber generell finde ich, ehrlich gesagt, Cloud9s Kombination in etwa gleich gut wie die von Phoenix One. Also ich sehe da keinen klaren keinen Vorteil, weil auch der Syrah gegen so einen Hard Gauge sehr gut ist, weil man durch diese ganzen Pflanzen und durch Ulti laufen muss. Ist aber immer sehr unpraktisch. Auf jeden Fall kein Azir für Jensen. Es bleibt spannend, Leute. Ja, wir können natürlich nicht sagen, wer hier gewinnt, aber ihr habt es schon von meinen zwei smarten Boys gehört. Beide kommen sehr stark. Ja, es bleibt spannend. Let's Game für heute. Cloud9 gegen Phoenix One. Ein letztes Mal gebe ich heute an unsere Lieblingscaster. Sperrt gerne mal im Chat ein bisschen Liebe von uns, von der Analyse-Ecke. Und damit viel Spaß bei Cloud9 gegen Phoenix One. Das hat ein bisschen länger gedauert als eben. Liebe gibt's auch zurück von uns hier aus der Caster-Ecke. Moment, das ist falsch. Kurzer Brain-Lag, meine Freunde. An dieser Stelle Grüße an die Analyse-Ecke, die einen fantastischen Job macht. Xio und Kevin sind beides Menschen, die immer wieder die carryen so ein Ding alleine. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Malte halt mittlerweile nicht nur gut ist, sondern mir sehr gut gefällt. Ja, nicht nur gut, sondern quasi sehr gut. Wie zu erwarten war, gehen wir jetzt nicht in Game, sondern haben natürlich im schlimmsten Fall auch noch technische Effekte. Du bist gemutet, wir sind gemutet.
Nee, mein Headset ist einfach nur ausgesteckt gewesen. Ja, du kleiner Troll. Du bist ja wieder Twitch-Chat. Ja, natürlich haben wir technische Defekte jetzt und es geht noch nicht los. Das war ja zu erwarten. Ich denke, Spielstand ist dann gegen 4 Uhr oder so. Das ist natürlich das, was wir hier erwartet haben. Der Übelchat ist übrigens Buddy Fufu, der hier in diesem Moment nicht in der Lage ist, dieses Spiel anzufangen. Ja, was soll man sagen? Startet das Spiel! Ich meine, da kann ich jetzt... Ich meine, was ist seine Ausrede so? Was ist das Problem? Und das Geile ist, ich kann ja mal live übersetzen, weil ich war ja schon in solchen Situationen dabei. Ja, mein Jung, wo hängt's denn? Meine Maus geht... Ja, mein Jung, hast du eingesteckt, die Maus? Ja, ist eingesteckt. Ja, dann war ich auch nicht mehr weiter. Müssen wir mal einen Experten. Dann kommt der Experte auf die Bühne und er sitzt dann da. Ja, mein Jung, was ist denn los? Meine Maus geht nicht. Hast du eingesteckt? Das ist ja wirklich Riot-Fachpersonal. Im ganzen Haufen rennt einer rum, der dann wirklich weiß, woran es liegt. Und in den meisten Fällen wird dann einfach der komplette PC ausgetauscht. Also nicht mal ein Witz. Wenn halt ein Hardware-Teil nicht geht, dann sagen sie, ja, müssen wir halt mal einen PC austauschen, ne? Ja, kann man. Warum? Nicht. Die Maus geht nicht. Tauscht halt die Maus aus. Was macht der da eigentlich? Warum spammt der Tasten? Und was hat der für eine Handhaltung? Was ist mit den seinen Fingern? Ist bei mir auch so? Nee. Hä? Ganz, ganz merkwürdig. Alle klicken da ein bisschen rum. Ich glaube, sie spammen einfach im Chat. Das Meteor ist übrigens mit alter Frisur nochmal zu sehen gewesen. Absurd. Das ist wirklich sein kleiner Bruder gewesen, oder? Echt? Ja, oder? Also die sahen sich viel zu... Das sah halt schon aus wie Meteors. Gib einfach rein. Ja! Party, Party. Wir gehen rein, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ein letztes Mal am heutigen Morgen. Muss man mittlerweile sagen. Es ist ja schon morgen. NLCS. Und wir haben immer noch P1 gegen Cloud9 und Cloud9, die werden jetzt Wut im Bauch haben und ich prophezeie einen Stomp in 23 Minuten. Ich sage, es wird auf jeden Fall 42 Minuten. Okay. Ja, und wir haben, wir haben Bunny Fufu. Wir haben Bunny Fufu. Ich habe halt auch wirklich, also dieser Olaf ist halt so ein Hit und Miss, ne? Das kann gut gehen. Ist halt der Counterpick in NA gegen Zyra. Die Leute picken Zyra und instant kommt der Olaf. Und er kann da halt wirklich drüber rollen, weil er halt einfach von der Ultimate und so komplett nicht beeindruckt ist und halt einfach durchstompt. Das ist halt also bei vielen Spielern, wenn Rainover halt Olaf pickt, dann geht das meistens sehr gut. Das haben auch andere Teams in Europa probiert mit diesem Olaf, da ist das dann eher weniger gut gegangen. Deswegen, ja, abwarten, was Meteors für einer ist. Also ich habe jetzt seinen Olaf nicht wirklich im Gedächtnis, dass ich den schon mal irgendwo gesehen hätte. Nee, sein Champion Pool ist jetzt auch nicht gerade der größte gewesen in der Vergangenheit. Jetzt hier also die Masteries eingeblendet. Keine Überraschungen. Auf dem ersten Blick und auf den zweiten auch nicht. Thunderlord auf beiden Supportern, um den Char nochmal zu erhöhen. Es wird ein Lane-Swap. Das heißt, wir können uns zurücklehnen, meine Damen und Herren. So, wir machen jetzt mal eine kurze 8-minütige Werbeunterbrechung. Hier bin ich also. Wobei, nee, letztes Mal war halt der Lane-Swap. Also im ersten Jeder Spiel. Jeder Lane-Swap ist jetzt war schlecht von P1. Ja. Aber im ersten Spiel konnte man deswegen halt komplett auf Seiten von Cloud9 snowballen. Das wäre natürlich etwas, was sie auch in diesem Spiel wieder versuchen werden. Oh, bitter, dass der Schaden hier nicht reicht. Jensen also nur mit 4 aus 6 in der ersten Wave. Jetzt hier der erste Summoner Spell gezogen von Meteors. Impact schmeißt da nochmal seinen Slow hinterher, aber Gate kommt wiederum mit seinem Flash raus. Summoner Straight also. Und jetzt muss auf der Midlane gegen Pyrion hier erstmal ein bisschen einstecken. Oh, das ist ein guter Trade, denn A ist das Ghost einen deutlich kürzeren Cooldown, als es Flash hat. Und B ist es halt immer Jungler gegen Support. Und gut, dem Jungler juckt das halt nicht so wirklich, ob er noch einen Summoner-Spell hat. Insbesondere nicht Olaf. Während das halt so eine Sivir doch. Mach doch mal bitte die Fußballfloskeln auf. Oh, aber jetzt hier erstmal Sigda, der Level 1-Gag von Iredia, der ist weltbekannt. Hier von Pyrion. Musste aber noch flashen, beide Summoners hat es gezogen. Sieg auf Level 1 nicht ansatzweise so stark, wie es ein Bart sein kann. Ich glaube, wir machen jetzt im Lane-Swap zumindest die Fußballfloskeln, oder? Ja. Das fände ich sehr unterhaltsam. Dann such uns die doch mal. Fußballfloskeln. Oder die 30 besten Fußballfloskeln oder was das war? Fußballfloskeln und schlaue Sprüche rund ums Leder. Ums Leder. Also wir reden natürlich eher um die Maus, aber. Ich hoffe, ihr nehmt das uns hier jetzt nicht allzu böse, aber wir versuchen natürlich hier unseren Fokus auch aufs Spiel zu halten und dafür ist natürlich das
sehr, sehr gut. Oh, das ist schön hier. Schön 50 Fußballfloskeln für den Hausgebrauch. Okay, wir müssen mal abwechseln, ne? Von der Brigitte. Oh, hier kommt Sentinel erstmal rein gegen Jensen. Ah, was haben wir da zu bieten? Ja, also ich würde mal sagen, ein früher Kill würde dem Spiel hier definitiv gut tun. Ja. Also die Seite hier ist geboostet. Ja, das ist ja wirklich schwer. Oh, jedes Mal lädt die neu, wenn wir neuen wollen. Aber die wirft uns hier aber auch auf die Frontpage. Ich glaube. Ich möchte keine leichten und leckeren drei Wochen Diätrezepte. Oh, Sick, du bist einfach komplett bad, ey. Du kannst schon wieder den Lanesop nicht spielen. Jetzt auf der Midlane hier unter Druck geraten, deswegen der TP von Impact dann abgebrochen. Er war nur hier zur Hilfe gekommen, aber das war es dann auch schon wieder. Ich führe trotzdem 1-0 in diesem Moment. Also das kann helfen. Und jetzt haben wir hier wieder welche. Ja, also wenn du mich fragst, sollte Cloud9 jetzt hier relativ flach spielen, das Ding aber dann hoch gewinnen. Ein Klassiker, wunderbar. Also ich denke, wenn P1 dieses Game gewinnen will, dann müssen die ja nicht über die Big Plays kommen, sondern über Kampf in dieses Spiel finden. Ja. Das kann allerdings gut gecountert werden, denn wie wir alle wissen, Cloud9 versucht über die Außen zu spielen. Ja, immer noch mal wieder. Gerade 1-3-1 war immer wieder eine gefürchtete Position. Aber in 2-2 kann man halt auch einfach immer noch Siege-Positionen machen, denn aus diesen Standardsituationen heraus, da sind sie brandgefährlich. Ja. Wie wir in den ersten beiden Spielen schon gesehen haben, hier gibt's halt fürs Schönspielen keine Punkte. Sofort der Engage auf Maokai und das sah tatsächlich nicht wirklich schön aus. Nee, aber er kommt dann nochmal raus, also das geht schon mal. Ja, ich denke, dass wenn P1 das hier gewinnt, werden viele sagen, das zweite Game war unverdient. Aber ich sage immer wieder, schön oder unschön, im Ende kräht da kein Hahn mehr nach und interessiert kein Schwein mehr. Sentinel mit dem Flash in den Tunnel rein, zweite Runde gezogen. Micho ist jetzt Alex mit dem... Oh, du bist ja völlig absolut in der NATO mit einem Vetorecht. Oh, der Olaf, der geht hier dahin, wo es wehtut. First Blood in diesem Moment holt sich den Kill, dass da der W4 rede, aber den lasse ich mal gelten. Und jetzt heißt es hier für den guten Sieg Mund abwischen und weitermachen, weil das ist natürlich jetzt hier eine ganz schwere Sache. Ja. Sind wir schon durch? Nee. Wir müssen erstmal den Ball flach halten. Das stimmt, das stimmt. Ist erst ein Kill. Da geht noch nicht allzu viel. Ja, und ich muss sagen, wenn wir uns das hier nochmal angucken, ne? Ich hoffe, die Wiederholung kommt gleich. Das kann man sehr gut in der Wiederholung. Weil gerade auf den Rexide sollte man jetzt mal achten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, da sehen wir nochmal das Replay. Das wäre halt. Und der ist ganz eindeutig. Ja, da ist halt die Problematik, dass er da nicht nah genug am Mann gestanden hat. Ja, im Knockup. Sehe ich genauso. Ja, das ist halt ganz, ganz wichtig in so einer Szene. Es war halt viel zu viel klein von P1. Ja, da versucht man halt immer diese Kleinigkeiten auszunutzen, aber so geht's halt einfach nicht. Puh, ich denke, dass P1 jetzt hier einen Schritt zurückschalten muss und aus der eigenen Hälfte dann von hinten nach vorne das Ganze herausspielen muss. Ja, das stimmt. Und wenn wir uns die NALCS hier angucken, man darf den Gegner, selbst wenn es P1 ist, nicht unterschätzen. In kleine Mannschaften, die gibt es hier nicht mehr. Das stimmt, da stimme ich dir vollkommen zu. In der NHL ist immer wieder klar. Und ich schätze, jetzt geht's hier rein. Das Runde will in das Eckige, aber es wird hier erstmal nichts. Bunny Fufu kommt da nochmal raus. Kein Problem für ihn. Ja, und Sneaky denkt sich hier zum Abschluss unserer Fußballfloss-Runde. Hinten, da muss die Null stehen. Herrlich. Also, ja, mir macht sowas großen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß damit. Wir haben uns damit die ersten 7 Minuten versüßt. Cloud9 hat in dieser Phase einen Kill gemacht. Den Laneswap haben sie jedes Mal besser. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum P1 jedes Mal in Laneswap geht, wenn sie wissen, dass sie da halt absolut kerngeboostet sind. Kerngeboostet ist halt einer der schönsten Begriffe, die wir hier erfunden haben. Ich finde das super. Ich finde, die Steigerung ist eigentlich nur das, was Maxim erfunden hat, dieses schwerst mehrfach geboostet. Das ist halt was. Und gerade muss ich leider feststellen, dass Sola heute das Bessere losgezogen hatte. Trotz der schweren Anfangsbegegnung ist er hier, der als erstes den Platz verlässt. Er ist halt auch schon eine laufende Litfaßsäule, der Typ, ne? Ja, ich muss halt sagen, die Letzten, die werden die Ersten sein im 2-2. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Ansonsten denke ich mal, dass es da Möglichkeiten gibt. Okay, und auch Margai wieder mit einem kleinen CS-Lead. Und ich stelle fest, dass ich mein Handy besaß, aber ich weiß gar nicht mehr, wo es ist. Das ist verrückt. So, also Meteor ist jetzt hier oben, er ist Level 6. Auf Olaf jetzt nicht der krasseste Powerspike. Rexai hat das Kunststück verbracht, immer noch nicht in der Base zu sein. In Minute 8:20 als Jungler. Ich weiß nicht genau, ob das normal ist und kauft sich jetzt hier
wie oft will der noch verkaufen? Ich bin irritiert. Also kein Sidestone, stattdessen Mobi Boots, Boots of Swiftness in Kombination mit dem Chilling Smite. Weißt du, wie ich ja die Boots of Swiftness nenne? Dreier Boots. Nee. Louis Vuittons. Okay. Das ist in Ordnung, Mr. Ein guter Freund, der heißt komischerweise auch Max. Der wohnt in den Niederlanden. Und der nennt die halt immer Louis Vuittons. Da bepisse ich mich halt jedes Mal. Das ist irgendwie eingeführt bei uns. Ich muss sagen, ich hab die halt einfach noch als 3 und 5er Boots im Kopf. Ja. Das ist halt einfach, das geht auch nicht aus meinem Kopf raus. Junge. Die Anfangsphase hier. Ermüdend, aber das ist kein Problem um die Uhrzeit. Übrigens kam im Chat die Frage auf, warum Sick eigentlich so komplett sich da wieder machen lässt. Nee, die Frage kam auf, ob du, wenn du Trainer wärst, den Impact jetzt in dieser Halbzeit hier eher motivieren würdest oder so richtig beleidigen. So richtig hart flame. Dazu habe ich eine lustige Anekdote. Da bin ich ja gespannt. So, pass mal auf. Apropos, erstmal muss man hier den Flashing Age von Impact erwarten. Gate im Fokus. Der wird hier nochmal gerade so wegkommen. Der Slow von der XA11. Kate dann allerdings schon down. Und dieser Gate, der denkt, er kommt hier weg. Aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Oh, der Snipe von Sneaky. Schöner Double Kill von ihm. Jetzt 2-0-0. Ja, und da frage ich mich so, liebe Cloud9-Leute, warum habt ihr bei die Fufu nicht einfach drin gelassen? Ja, das ist halt so. Warum haben wir jetzt eben 57 Minuten uns das angeguckt, um jetzt zu sehen, dass Cloud9 halt immer noch das bessere Team ist? Ja. Die holen uns den Drachen, also das ist nämlich wirklich eine lustige Geschichte. Und zwar habe ich immer versucht, in der Pick-und-Bann-Phase halt hinter den Jungs, vor den Spielen, als wir auf dieser riesigen Niederlagenserie waren im zweiten Split. Okay, erstmal die Wiederholung. Also. Maokai teleportiert hier, Impact stellt eine Ward drüber, kriegt dann Vision, flasht und engaged auf Gate, der dadurch keine Chance hat, wird dann einfach relativ easy weggesnackt. Slushy mit Caitlyn, was er da zu suchen hatte, inmitten von 3 Leuten, das weiß er auch nur selber. Und dann halt der easy Snipe für Sneaky zum Double Kill. Gut gemacht, 2-4-0 getradet. Sneaky hat auch noch Flash, also ja. Er hat ihn so oder so das Safe gehabt. Keine Chance, da nochmal wegzukommen. Jetzt erzähl uns die Story. Also wir stehen ja halt mal als Trainer hinter den Jungs. Wir waren auf dieser riesenlangen Niederlagenserie. Und bei jedem Spiel habe ich gesagt, ey komm Jungs, ey, das wird schon, das packen wir schon. Wir haben gut trainiert. Wir wissen, was der Gegner macht. Wir wissen, wo wir stark sind. Wir hatten eine gute Pick-und-Bann-Phase. Die hatten wir nämlich immer wirklich. Das wird schon. Nie gepasst, ne? Bei unserem ersten Sieg, den wir wieder gemacht haben, habe ich die ausgelacht da hinten und habe gesagt, das wird sowieso nichts, ihr seid kerngeboostet, da passiert nichts, ist ja scheißegal, was wir jetzt hier picken. Und dann waren die so sauer und wütend, dass die das Ding komplett wegrasiert haben. Das ist mal modernes Coaching, meine Damen und Herren. Ja, du musst halt einfach nur ein Arschloch sein und da bist du ja Gott sei Dank super qualifiziert. Also, um die Frage zu beantworten, ich würde dem richtig die Weltmeisterrübe rasieren. Die Weltmeisterrübe? Ja. Das ist halt auch was. Wie so ein Meerkornbrötchen, einfach zerdrücken. Haben wir hier noch einen Mod? Mach doch bitte mal eine Strawpool-Umfrage, ob wir uns nochmal eine Challenge setzen sollen, ob wir hier nochmal Fußballfloskeln oder sowas rausholen sollen oder eure Chat-Zitate investieren sollen oder ob ihr jetzt hier gerne einen normalen Cast weiterhin wollt. Ich habe eben einen Mod gesehen, jetzt versuch dich nicht hier rauszureden. Ich habe dich gesehen und du wirst das umsetzen. Wir haben halt immer noch 8000 Zuschauer, was halt für 2.30 Uhr echt respektabel ist, Jungs. Ja, aber jetzt ist hier langsam auch die Zeit, wo die Besoffenen wieder nach Hause kommen, ne? Und die sind ja bei NA immer ganz besonders beeindruckt, wenn sie sehen, dass Cloud9 hier den wichtigsten Clown Drake hier tatsächlich mit nach Hause nehmen dürfen. Mushweed ist am Start. Lieber Fabi, mach doch bitte mal eine Umfrage für uns. Eine Strawpool-Umfrage. Ihr sollt jetzt nicht im Chat spammen, aber ihr könnt es natürlich, es hilft nur nicht. Aber ich halte euch davon nicht ab. Übrigens, Sick hier mit einem deutlichen Farmlead. Das ist das erste Mal, dass ich ihn mit dem Farmlead sehe. Und Cloud9 mit der 7 Ultimate und dem Bart Journey auf der Suche. Oh, ja, 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 ja. Oh, was ein predictedes Bart Ultimate. Ja. Bärenstark. Ah, tatsächlich bärenstark. Ich glaube, er wäre so oder so gestorben, aber funktioniert schon ganz gut. Olaf übrigens mit keiner Ahnung vom Leben. Er hat die Bart Ultimate gedodged. Aber wenn er in seiner Ult ist, wird er nicht gebartultet. Das ist etwas, was viele nicht wissen. Wir waren damals das erste Team in der ESL-Meisterschaft, die Bart für sich entdeckt haben. Und wir haben eine Combo gespielt, leicht trolllastig, aber trotzdem. Fiddlestick Jungle, Wusselotte war damals One Trick Pony quasi in der Zeit. Wer? Wusselotte. Wusselotte. Ne, also Fiddlestick. Bart jetzt hier. Wie hat es Rexer geschafft, vorhin zu kommen, aber so oder so, Buddy Fufu mit den Flash da. Guck dir das mal an! Oh, wenn der noch exhausted hätte, Sentinel. Jetzt wieder Ultimate, aber die Wölfe, die sind böse. Okay, für Sticky. Buddy Fufu ist ein Gott.
Ich weiß, wie er es geschafft hat, hinterher zu kommen. Ich habe halt echt keine Ahnung. Hat ihn genockt und deswegen ist er nochmal hintergekommen. Ich habe halt echt keine Ahnung. Wer auch immer diesen Twitch, den Throwpudding gemacht hat, soll den jetzt mal bitte uns whispern oder spammen oder so, dass wir ihn sehen und dass der gute Kali ihn öffnen kann. Weil das wäre natürlich wichtig. Na, wir müssen uns hier auf die wichtigen Dinge konzentrieren. So, jetzt sehen wir es hier nochmal. Also, Bunny Fufahrt hätte echt Glück. Das ist, also da würde ich halt pausieren. Muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht für mich so buggy aus. Der hätte jetzt Sentinel überhaupt keinen Bock drauf. Unten jetzt eigentlich der nächste Gang. Und Cloud9, wir haben gesagt im ersten Game, was keine Tracht prügelt. Das hier ist deine. Das ist einfach ein Statement, um zu sagen, ey Kinder. Da kommt sie. Ich hau jetzt hier einfach mal ins Pferd. Ja, die ist jetzt einfach brutal. Wir sehen hier ein klares Ja-Voting für die Fußballsprüche. Ja, wir sind bei... Wir warten aber natürlich noch ab. Ich meine, das zu kommentieren könnte auch spannend werden. 200 jetzt für Ja gegen Fußballsprüche. Das sind 79%. Das ist ganz übertreibend. Auf der anderen Seite nein mit der Aufholjagd. Aber es wird wohl nichts mehr werden. Ja, zu weit vorne. Das ist ein Powerplay in Reinformen. Bleiben hier konsequent bei 76%. Es gibt halt auch nicht mehr so viele Fußballsprüche. Ach so, das ist das Problem. Kann. Ja, ja, wir haben jetzt eben schon wirklich wir die Top 50 durchgerastet. Ich muss sagen, wir haben ja so eine Discord-Gruppe. Ne? Ja. Und da hat der Mori einen Link reingepostet. Naja, aber das war ja eine mit 50 Fußballsprüchen. Und die von Mori, der hat auch nicht so viel mehr. Das waren 50? Ja, wir sind halt wirklich, es gibt halt Arschspieler, die wollen halt eher so diesen... Unser normaler Cast ist halt ohnehin ziemlich trolllastig. Ja, das stimmt natürlich. Ja, okay, das ist natürlich schade. Wenn wir da Mangel an Sprüchen haben, dann ist das natürlich eine Problematik. Oh mein Gott, Bart hat eben... Nee, das stimmt. Der Twitch hat mich getrollt. Jens, oh, so geht man. Okay. So geht man mit einem kleinen Bengel um, der einem auf Azir die Visiten lesen will. Ja, Jensen halt einfach ein überragender Spieler. Ich bin ein Riesenfan, das darf ich an dieser Stelle mal sagen. Weil der Junge halt immer wieder auch Solo-Kills macht. Und jetzt sehen wir Sushi wieder tot. Ich muss aber so deutlich sagen, das ist die Klassenunterschied. Meteor ist jetzt allerdings hier tot. Sick holt sich den Kill, kann jetzt hier nochmal ein CC laden. Jensen hat keine Ultimate. Das heißt, Bunny Fufu in Gefahr, kriegt hier wahrscheinlich gleich nochmal einen Double Stun. Andererseits hat Sieber währenddessen die Reda getötet. Jetzt hier und Sneak holt sich ein, holt sich zwei. Und auf einmal ist der Feind, wo ich meinte, sie sind damit Alter, dann die wollen wieder die da. Die wirklich komplett auseinander. Das ist ja komplett gnadenlos, was Cloud9 hier macht. Die denken sich, okay, wir haben die Schnauze voll. Es reicht jetzt wirklich. Das war absolut geboostet auf Doom hier im letzten Spiel. Auf 50 Minuten rumgeasselt. Und jetzt haut man da mal alles raus, was man hat. Also Jensen mit dem Solo-Kill, Bunny Fufu mit super Aktionen, Sneaky 602, der die Faxen hier aber gestrichen, dicke. Hat sich hier für die sichere Ginette allerdings, wenn es das so cool noch geben würde, definitiv das als erstes Item gebaut. So allerdings keine Chance. Junge, 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 das hier wird wirklich, wirklich schwer. Jetzt sehen wir hier nochmal... Das ist kaum ein Ausweg geben für P1, die fahrmäßig überall mithalten können, aber hier einfach zerstört werden. Hier nochmal die Aktion, das 1-on-1, was wir ein bisschen vernachlässigt haben. Die Azir-Ultimate nach vorne, aber Jensen halt mit dem Energiefeld. Piran überflasht dann nochmal die Victor-Ultimate, aber der Schaden reicht nicht. Sehr, sehr knapp, aber halt dann doch recht eindrucksvoll. Ja. Haben wir wieder ein paar, oder was? Ja, und da hätte... Ja, aber da hätte aber auch der Azir einfach schneller umschalten müssen. Da gebe ich dir recht, also... Da hast du vollkommen recht. Und ich muss sagen, das Ding da, was Jensen gemacht hat, der Tor da, das hat sich angedeutet. Ne? Ja. Das war relativ klar. Da sieht man halt auch in diesem Teamfight, dass das Sneaky komplett unbedrängt in der ersten Reihe steht. Und da muss einfach P1 kompakter stehen vorne. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und was wir am Anfang gesagt haben, so nach dem Motto, ein Tor könnte den Spiel gut tun, das hat sich bewahrheitet hier. Ja. Und Ich finde halt auch die Teamkämpfe, die bislang hier passiert sind, die sind auch relativ langweilig, weil am Ende wird Bayern sowieso Meister. Das stimmt. Wie auch immer das funktionieren soll, aber ist in Ordnung. Das war's schon wieder. Das ist echt erschreckend, wie schlecht diese Webseiten recherchieren. Wenn ihr Fußballzitate habt, dann haut sie rein. Da sind wir immer wieder viel zu haben. Taggt uns einfach hier, @someone das in. Aber macht sich, wenn das alle machen, dann können wir es natürlich nicht sehen. Ja doch, das geht schon. So viele machen das gar nicht. Keine Sorge. Es gibt jetzt einen Mountain Drake. Den kann man mitnehmen, wenn es funktioniert. Eieiei. Vless ist auch noch an Start. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja, Vless ist übrigens der absolut geilste. Folgt dem auch mal bei Instagram.
weiß nicht, wie komme ich jetzt auf Instagram, aber ist auch egal. Folgt dem Guten einfach mal bei Instagram. Ganz, ganz wichtig da. Ist ja, ist ein Hübscher. Da kann man auch mal Instagram machen. Ist halt schlecht in League, aber hübsch, da nimmt man halt Instagram. Eieieiei. Tja, aber man stellt dir halt fest bei P1, ne? Wenn du 10-1 hinten bist, da kannst du nicht wie 5-0 vorne spielen. So, jetzt geht man. Geld explodiert und Sushi! Das ist eine absolute Wikinger-Stimmung hier, der Reuter drüber. 12-1. 57 Minuten haben wir gesehen, wie dieses Game eng wird. Und Cloud9 jetzt hier einfach am Stompen. Am Stompen in den Reihenform. Ich habe 23 Minuten prognostiziert. Und der Abiturient, der lässt das antizipieren. Denn jetzt geht's auf Mirian. Der kriegt die Schaden. Jens jetzt allerdings hier eigentlich im Fokus. Aber Impact deckt den Turret weg. Das ist schon frech. Aber das funktioniert. Puh. Ja, ich denke, das Flügelspiel muss hier absolut jetzt fokussiert werden. Da muss P1 über die Flanken kommen. Ganz wichtig. Junge, Junge, Junge. Ich kann es nur mal wieder sagen, in solchen Szenen ist Lord halt ein bisschen wie Schach, nur ohne Würfel. Denn das haben sie ja klasse gemacht. Schöner Follow-up. Guck dir mal Sushi an. Der kriegt halt wirklich komplett. Also Gate ist halt wirklich in wenigen Millisekunden zerplatzt, ey. Da haben wir nochmal einen Link. Den Link würde ich dir ans Herz legen, lieber Karl. Vielleicht haben wir da noch was. Welchen, wo? Da hat irgendein Mod einen Link geschickt. Ah ja. Da könnte nochmal was drin sein für uns. Vielleicht haben wir da nochmal mehr. Oh, da musst du ranscrollen. Das kann ich auf die Entfernung nicht lesen. Ich habe halt auch keine Brille. Aber du sitzt näher ran. Oh, das ist awesome. So ist es richtig. Ha. Ja, ich denke, nach dieser Treffprügel hier, denke ich mal, werden die Sanitäter den Jungs auf jeden Fall eine Invasion legen. Was ist das denn? Wer sagt denn sowas? Ja. Ah. Für Sneaky war es halt auch ein wunderschöner Augenblick, als dann der Bundestrainer nach dem Spiel zu ihm kam und gesagt hat, komm Stefan, zieh dich aus. Jetzt geht's los. Das ist gar nicht Stefan. Steht das auch gar nicht. Was soll das denn? Also geht's. Komm Stefan, zieh deine Sachen aus, jetzt geht's los. Ja, also ich denke, dass am Ende P1 hier sagen wird, Jungs, ich habe nie an unserer Chancenlosigkeit gezweifelt. So geht's einfach. Puh. Das ist halt einfach der Wahnsinn. Ist kein Witz, Jungs. Das sind die Zitate, die wir hier vorlesen. Aber das sind halt eher Zitate von Spielern und die kann man nicht so ganz erkennen. Ja, wollen wir ein bisschen ernsthafter zu bleiben. Also, wir haben halt vor dem Spiel. Ich habe halt vor dem Spiel, habe ich halt auf Reddit gelesen, dass Jensen halt gesagt hat, also Zitat jetzt hier im Interview, dass sie gegen Bremen kein Gegentor kassieren wollen. Und das hat auch bis zum Gegentor. Ich hab's einfach geglaubt, du dummer Sack. Wow! Oh mein Gott, die Statements sind echt hart. Eieiei, scrollen wir nochmal nach oben. Also das können wir immer so ein bisschen abdecken, aber das geht ja nicht. Eieiei. Nee, das kann ich nicht vorlesen. Welches? Das da. Nee, das geht nicht. Ja, also ich denke, für P1 geht es jetzt langsam darum, dass das nächste Spiel halt immer das nächste ist. Ja. Oh, das wird dann einfach schwer. So, Jensen hat hier einfach mal den guten Pyrian und guck dir das mal an. Jensen bleibt einfach stehen. Ja. Er danced nicht, er ist nicht disrespectful, aber er ist ein richtiges Arschloch, weil er bleibt einfach stehen. Ja. Das ist quasi genau dasselbe. Junge, Junge, Junge. Das Ding ist halt, wenn du das erste und das dritte Spiel jetzt hier vergleichst, also es waren ja beides relativ eindeutige Spiele von Cloud9, dann hat sich nicht viel verändert. Das Einzige, was sich halt absolut nicht geändert hat, ist die Temperatur. Die ist ein bisschen kälter geworden. So, und ich denke, P1 wird jetzt am Ende auf jeden Fall feststellen, sie haben schlecht begonnen und dann stark nachgelassen. Sushi ist jetzt wieder im Fokus, er wird definitiv sterben. Man überlässt das mittlerweile Sneaky einfach alleine. Jensen holt sich allerdings den Kill. Er überlässt das hier überhaupt niemandem. Impact, der ist eigentlich nur da, um Töne zu tanken. Dann haben wir das dann von Buddy Fufu. Und Cloud9 überlegte, sollen wir nochmal reindiven? Aber nee, es muss nicht sein. 9000 Gold in der 23. Minute. Das sehen wir nicht alle Tage. 14-1. Hier wird ausgeteilt. Und zwar auf ganzer Linie. Das tut natürlich weh hier. Jesus. Nee, ich will eigentlich nur das Getränk. Achso. Missverständnisse jetzt hier unter den Castern. Ja. Wir sind natürlich komplett gefokust auf diesen Chat. Junge, Junge, Junge. Und da merkt man halt immer wieder, Angriff ist einfach die beste Verteidigung. Und deswegen geht hier Meteos wieder rein auf Sentinel, der wiederum versucht zu verteidigen, aber das ist eben nur halb sehr effektiv.
Das ist halt wirklich so der... Der hat kein Ult gemacht. Nee, Gate ist halt wirklich, den kannst du mittlerweile einfach nur anhusten oder mit Puderzucker bestäuben und der fällt um. Also ja, ich geht bin ja halt so der Salzmensch, aber jo, das geht halt auch. Ich verstehe halt nicht, warum mir das so mit Salz... Puderzucker ist halt viel geiler. Ja, schon natürlich. Aber... Wenn du mich fragst, das frage ich mich sowieso schon seit ich hier bin, frage ich mich das. Ja, ich habe euch Idioten ja echt bei vielen Videos gesehen. Ciao, nein, nächster Engage. Und da soll es jetzt also definitiv wieder reingehen. Ja, die wollen es halt jetzt wissen. Ja, es gibt einfach Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Und für P1 ist es definitiv beides hier in diesem Moment. Bei Nifufu hat er das nächste Portal. Sig, da geht jetzt hier auf eine geheimnisvolle Reise, aber Bart denkt sie irgendwann nach, du weißt so. Ich wollte eigentlich nicht ulten. Aber wenn du mich dazu zwingst, dann macht man das. Und da haben wir die nächsten Link, den wo wir zuschlagen könnten. Jensen hat sich jetzt hier diesen Kill gegönnt. Er steht mittlerweile auf 603. Ein Surrender Vote wäre hier angebracht, sind wir ehrlich. Eieieiei. Ja, und da liegt halt jetzt einfach die Wahrheit vor uns auf dem Cliff. Ja. Und wenn man das rückblickend betrachtet, dann hatte P1 Chancen, aber die Chancenverwertung, die war einfach katastrophal. Ja, es ist halt wirklich so, dass die Abwehr von P1 offen ist wie ein Scheunentor, ne? Da geht's halt nur rein derzeit. Und die versuchen jetzt tatsächlich nochmal so einen NA-Baron. So einen netten 24. Eieiei, aber dann ist halt dunkelrot, meine Damen und Herren. Ja. Sofort Impact dagegen. Ja, dann ist die Nick, die das Game. Da freue ich mich drauf. Fufu kommt, macht da keinen CC und die kriegen ihn vielleicht sogar. Hier kommt Meteor. Trotzdem wird Nash gehen an P1, aber was verliert man dafür? Gate ist Lowlife und Cloud9, die wollen ja jetzt natürlich möglichst viel holen. Sie holen in diesem Moment allerdings bis hier nur Sick, aber Impact, der will noch mehr. Aber die Gegner, die haben den schnellen Nash-Recall und Gate kommt ja auch noch raus. Das war sogar gut für P1. Erstaunlicherweise, die hatten sehr, sehr viel Glück in dieser Situation. Und ich meine, verdient oder unverdient, da fragt ja später niemand nach. Nee, denn die Wahrheit, die liegt im Rift. Ich denke, da die Kabinenpredigt auf jeden Fall gesessen. Ja. Das allerdings. Fragte man sich vorher noch, warum wechselt der den nicht einfach aus? Ich würde sagen, das ist ein absoluter Angstgegner. Ja, und P1, auch wenn sie eben gewonnen haben, wir müssen halt von Spiel zu Spiel denken. Wir müssen ja nicht direkt nach den Großen greifen. Ja, wir haben halt schon in Spiel 2 Kompetenz bewiesen. Ich meine, jetzt muss nur geht es hier ans Eingemachte. Ja, und ich meine, man muss nur einen Nexus mehr machen als der Gegner. Ja, das ist halt absolut richtig. League of Legends ist reine Kopfsache. Ja. Ah. Tja, wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn es hier anders gelaufen wäre. Erstmal geht's auf Pyrian, der mit dem Swag-Move, aber aller Swag der Welt hilft dir nicht gegen diese Bart-Ult. Ja, hätte, doch, wenn und aber. League of Legends ist kein Spiel der Konjunktive. Tja, aus die Maus. Die Maus hat einen Effekt. Moment, das macht keinen Sinn. Aus die Maus. Es soll nicht sein mit der Überraschung. Hier in diesem Moment überlebt er. Also P1 jetzt allerdings mit dem Split-Push auf der Botlane. Die sollten jetzt hier auch nicht über Saisonziele diskutieren. Die sollten sich einfach aufs nächste Spiel konzentrieren. Was ist das denn hier? Die chasen ja immer noch. Ja, ja. Und Caitlyn ist jetzt halt in dem Turret. Das ist merkwürdig, sind wir ganz ehrlich. Sehen wir so nicht alle Tage. Und da fragt man sich so... Also ich meine, das ist jetzt relativ offensichtlich abseits. Ja. Ist der denn blind auf beiden Augen oder einfach nur doof? Ich frage mich halt wirklich, ob das dritte Spiel so nötig war. Also Cloud9, bei aller Liebe, die hätten sich auch wirklich ein bisschen in Spiel 2 anstrengen sollen, anstatt hier diese Scheiße dahin zu eiern. Ja, und Cloud9 muss jetzt hier noch einmal gewinnen und dann sind sie weiter. Ich meine, 20-1. Das ist halt einfach. Noch einmal gewinnen, dann sind sie weiter. Ich weiß auch nicht. Oh, macht ja irgendwo Sinn. Ah. Junge. Ja. Das ist ein relativ kurzer Prozess, dieser Sibir-Schaden da. Das ist halt wirklich brutal. Sneaky ist halt echt gefiedert wie eine Scheißhausfliege, ey. Der hat einfach Minute 28. Scheißhausfliege? Ja. Guck mal, und hat die schon 3 Crit-Items. Boah. Guck dir das mal an, ey. Das ist halt widerlich. Eieieiei. Jetzt ist ja langsam auch echt mal Schicht im Schacht, glaube ich. Ich weiß nicht. Also da wird sich jetzt wahrscheinlich Platini im Grab umdrehen, aber das hier wird nichts mehr. Ich denke, man
aus der Sicht von P1 darf man jetzt allerdings auch nicht den Sand in den Kopf stecken. Ja, also wie Lothar Matthäus sagte, da muss man jetzt halt auch ein bisschen hinterhergehen. Puh, und bei P1 hat man jetzt das Gefühl, da kommen die ersten Kämpfe so ein bisschen raus. Also die müssen da jetzt langsam echt an ihre Kraftreserven gehen. Eieieiei. So. Impact geht da jetzt rein. Er überlegt, soll ich diven? So, da links erstmal die Leute weg. Und das Ding ist, solange die irgendwie auf ihre Sylvia aufpassen, ist das Spiel sowieso vorbei. Ja, aber wer soll ihn töten? Der hat jetzt noch ein DF dazu. Ich meine, wer hat so viel Damage? Und vor allem überlebt so lange dagegen? Ja, das ist eher die Problematik, dass halt niemand gegen die überleben wird. Also, wir haben halt auch niemanden, Rek'Sai und Irelia, da hast du irgendwie gesehen, was mit denen passiert. Wenn Sylvia auf sie ein Auto-attackelt. Ja, jetzt brauchen wir Eier. Wir brauchen Eier, meine Damen und Herren. Puh, jetzt hier nochmal der Versuch. Bunnyfoo mit der Ultimate. Und sofort geht sie rein. Fury im Fokus. Der ist einfach weg. Die Victor Ultimate macht einiges. Sick wiederum exhausted. Von Impact hat immer noch die Töne-Akku. Sind gänzlich egal. Double Kill für Gate. Traffic Kill für Gate. Richtig jetzt einen Pincher gegen den Wind. Nein, man lässt es jetzt gut sein. 30 Minuten sind gespielt. Und damit kann man hier auch Gigagott klärt das Ding. Ja, ich denke, im Endeffekt war das hier ein drittes Game, was unnötig war. Ja. Es besteht ein Klassenunterschied zwischen diesen beiden Games. Glückwunsch an P1, die ein Game gewonnen haben. Aber diese Trachtprügel im letzten Game, die hat es in sich gehabt. Spiel 1, absolut brillante taktische Meisterleistung von Cloud9, die von der ersten Minute des Lane-Swaps bis zum Finish alles richtig gemacht haben. Wobei ich sagen muss, im ersten Game war es taktisch anspruchsvoller. Jetzt war es individuell mit Wut gespielt. Ja, das ist gar keine Frage. Also Jensen hat sich am ersten Spiel komplett zurückgehalten. Ist da nicht auf irgendwelche Einzelplays eingegangen. Die haben einfach nur das Ding als Team sehr, sehr gut runtergespielt. Und wenn ich da jemanden noch herausheben möchte, dann wäre es wahrscheinlich noch Meteos gewesen am ehesten. Ja. Im zweiten Spiel dann absolutes Shitfest. Also hin und her geschmissen das Ganze, dass es nur so rammelt, ey. Das kannst du dir nicht angucken. Nee. Und jetzt hier im dritten, da wurde mit Wut gespielt. Hat man versucht, die Gegner einfach niederzurollen. Und das hat auch geklappt. Ich denke, die Analyse-Ecke will auch noch was dazu sagen. Nee, ich glaube, die wollen nicht mehr allzu viel dazu sagen. Ja, ich denke, die werden das sehr kurz und knackig machen hier. Wir bedanken uns wieder, dass ihr bei uns zugesehen habt. Aber die Analyse-Ecke schlägt natürlich gleich noch ein einziges Mal, ein letztes Mal zu. Wir sehen uns dann wahrscheinlich, ich zumindest, das nächste Woche wieder. Morgen gibt es allerdings natürlich nochmal die NALCS zu begutachten. Ich weiß nicht, ob du da wieder am Start bist. Ja, ich bin auch wieder hier. Also du gönnst die mal wieder. Und ich werde morgen Play-by-Play casten. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Ich bedanke mich mal wieder bei meinem Co-Caster. Es war mir ein Vergnügen. Und wir sehen uns dann ein andermal wieder. Die Cam hat gefreezed, aber hey, das ist egal. Guck mal, du hast so ein süßes Grinsen. Ja, ne? Guck mal, ich ziehe dir das sogar auf dem Bildschirm, wo du es sehen kannst. Und ich gucke halt eher so irritiert. Ich gebe euch jetzt noch 3 Sekunden davon, Screenshots zu machen. 3, 2, 1... Wir sehen uns.